So, wir untersuchen San Pellegrino und Rezünser nach der Leitfähigkeit oder testen nach der Leitfähigkeit und nach Schwermetall, sprich Graphenoxid. Wir testen das mit einem so TDS-Gerät, wo wir die Leitfähigkeit überprüfen können. Je tiefer der Wert, desto besser. Optimal wäre zwischen 0 und 90 Mikrosiemens. Wir schalten das Gerät ein. Jetzt haben wir Parts per Million. Wir messen aber in Mikrosiemens und drücken den mittleren Knopf. Das ist die Bezeichnung für Mikrosiemens. Das Rezünser hat einen Wert von 1508. San Pellegrino hat einen Wert von 750. Und jetzt tun wir das Ganze mit der Elektrolyse. Das ist ein Elektrolysegerät. Tun wir das Ganze sichtbar machen, was wir für Teile im Wasser drin haben. Das sind elektronische Frequenzen. Da ist richtiger Strom drauf. Und so können wir die Stoffe im Nanobereich, wo wir nicht sichtbar haben, so sichtbar machen. Wie ihr hört, es tönt hier relativ krass. Ich muss hier noch etwas rüber. Ich habe das Gefühl, dass mir dann das Glas fast explodiert. Ich glaube, das reicht. Okay. Ich hoffe, man sieht das. Wir lassen das jetzt kurz absacken und dann gehen wir mit einem Supermagnet schauen, ob wir hier magnetische Elemente finden. Ich lasse das Video als Beweis weiterlaufen, tue es dann aber nachher in einer gekürzten Version aufladen. So, jetzt hat sich das Ganze abgesetzt und jetzt schauen wir mal, ob wir da irgendetwas an Graphenoxid findet im Wasser. Das Rezünser auf der linken Seite und rechts unser Nestlewasser San Pellegrino. Jetzt schauen wir mal da beim Rezünser. Da tut sich nichts. Passiert nichts. Schauen wir mal hier beim San Pellegrino. Oh, was tut sich denn da Schönes? Ui, 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 ui. Das sieht aber nicht gut aus, du. Hä? Das ist aber nicht nett. Das ist aber gar nicht nett. Ich hoffe, man sieht das.
weißes Papier. Hä? So sieht das aus. Und wem gehört denn San Pellegrino wem? Dann mal schauen. Ja, was steht denn da drauf? Nestle Waters. Alles klar, hä? Also, was heißt das für euch? Nestle-Produkt unbedingt meiden. Sie vergiftet uns. Mit dem Nestle-Produkt. Man sieht es ja da. He? Und sonst hätte ich gerne mal eine Erklärung, was das für ein Scheiß soll sein. Unglaublich.